Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur heutigen 64. Plenarsitzung des Hessischen Landtags. Ich begrüße Sie hier im Plenarsaal, die Zuschauer vor den Bildschirmen, die Medienvertreter, alle herzlich willkommen. Ich möchte zu Beginn unserer ersten Plenarsitzung im Jahr 2021 einen kurzen parlamentarischen Rückblick auf das vergangene Jahr werfen. Vor ziemlich genau einem Jahr, am 29. Januar 2020, hat der Staatsminister Klose zum ersten Mal hier im Landtag über den Sachstand zum Coronavirus informiert. Zum damaligen Zeitpunkt hatten wir in Hessen noch keinen Verdachtsfall. Mit welcher Wucht sich das Virus in den Folgemonaten in unseren Alltag gedrängt und unser Leben bestimmt hat, ist uns alle noch sehr präsent. Es ist uns vor allem deshalb noch so präsent, weil wir weiterhin mit den notwendigen Einschränkungen, die das Virus erforderlich macht, leben müssen. Auch in der heutigen Sitzung wird Covid-19 Thema sein, wie in jeder Sitzung des vergangenen Jahres. Ein Großteil der politischen Debatte und damit unserer parlamentarischen Arbeit hatte sich im vergangenen Jahr auf die Pandemie fokussiert. Und so anstrengend und zeitintensiv das auch war, so notwendig und unabdingbar war es ebenfalls. Aufgabe des Landtags, des höchsten Verfassungsorgans unseres Landes, ist die Debatte, die auch sehr kontrovers ausfallen kann, und die daraus resultierenden Entscheidungen, um gute Lösungen, gerade auch in schwierigen Zeiten, zu finden. Ich denke dabei auch an die Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Abmilderung der Pandemiefolgen, die wir hier im Landtag bewilligt haben. Neben der Debatte um gute Gesetzgebung und der Entscheidung darüber sehe ich aber auch das Werben um Verständnis für staatliches Handeln als eine Kernaufgabe aller Abgeordneten. Die Menschen müssen darauf vertrauen können, dass die politischen Institutionen und ihre Repräsentanten nach bestem Wissen und Gewissen für sie handeln. Und die Bürgerinnen und Bürger gleichsam dürfen erwarten, dass wir alle unserer Verantwortung gerecht werden. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, nach dem Rückblick heißt es nun, nach vorn zu blicken. Abgeordnete mit Maske und die aus den Hygieneregelungen resultierenden freien Plätze im Plenarbetrieb sind inzwischen zu einem alltäglichen Bild hier in unserem Plenarsaal und im Landtagsgebäude geworden. Wir möchten uns an dieses Bild aber nicht gewöhnen und werden daher das gemeinsame Ziel, die Pandemie möglichst bald einzudämmen, weiterhin vehement verfolgen. Das Jahr 2021 wird dabei auch für uns Parlamentarier ein äußerst herausforderndes Jahr werden. Wir werden es aber mit Zuversicht angehen, auch aufgrund der am 27. Dezember letzten Jahres gestarteten Impfungen. Über weitere Maßnahmen und Strategien im Kontext der Pandemie debattieren wir sicherlich hier gleich. Der Ministerpräsident, den ich ganz herzlich begrüße, wird in einer Regierungserklärung über die aktuellen Maßnahmen und Beschlüsse der Landesregierung informieren. Meine Damen und Herren, ich eröffne jetzt offiziell die 64. Plenarsitzung des Hessischen Landtags und stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Es kommen jetzt eine ganze Reihe von Ergänzungen, zusätzliche Erläuterungen zur Tagesordnung. Tagesordnung vom 27. Januar 2021 sowie der Nachtrag vom heutigen Tag liegen Ihnen allen vor. Wie Sie im Nachtrag der Tagesordnung zu Top 80 bis 85 entnehmen können, sind 6 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen. Nach § 32 Absatz 6 unserer Geschäftsordnung beträgt die Aussprache für jeden zulässigen Antrag auf Abhaltung einer Aktuellen Stunde 5 Minuten je Fraktion. Die Aktuellen Stunden werden traditionsgemäß am Donnerstag um 9 Uhr aufgerufen. Auf dem Nachtrag finden Sie auch die Mitteilung der Landesregierung zur 26. Verordnung zur Anpassung der Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus vom 1. Februar 2021. Eingegangen, an Ihren Plätzen verteilt, ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion Die Linke
betreffend Mieterhöhungen bei der Nassauischen Heimstätte Wohnstadt sofort zurücknehmen, Mietenstopp auf alle Mieterinnen und Mieter ausweiten. Drucksache 204976. Die Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dies Top 90. Und wenn niemand widerspricht, können wir mit Top 58 zu diesem Thema den Punkt aufrufen. Ist so. Eingegangen an Ihren Plätzen verteilt ist weiterhin ein dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend umfassende Schutzmaßnahmen für die Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Kontakte trotzdem ermöglichen. Drucksache 204977. Dringlichkeit wird ebenfalls bejaht. Dann wird dies Top 91. Redezeit 5 Minuten. Bitte sehr, Kollege Günter Rudolph. Melde dich mal. Herr Präsident, wir wollen ja Redezeit ökonomisch verwenden. Deswegen schlagen wir vor, ihn mit der Regierungserklärung aufzurufen. Das ist sehr lieb von dir, da wird es kürzer. Also mit der Regierungserklärung wird das aufgerufen. Dann ist eingegangen und erteilt dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Kinder brauchen Kinder, Kontaktbeschränkung für Kinder lockern, Erzieherinnen und Erzieher besser schützen, Drucksache 204978. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Das würde dann Top 92. Redezeit 5 Minuten oder machen wir es ähnlich? Auch mit der Regierungserklärung. Auch gut. Einvernehmlich, jawohl. Dann ist das so. Dann ist eingegangen dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, betrifft Bekämpfung der Corona-Pandemie in Hessen, Drucksache 204979. Dringlichkeit wird bejaht, wird Top 93. Und wenn niemand widerspricht, kann dies mit Top 2 aufgerufen werden. Machen wir auch so. Ebenfalls eingegangen an Ihren Plätzen verteilt ein dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend Anpassung der Coronavirus-Impfverordnung, Drucksache 204980. Dringlichkeit ebenfalls bejaht. Dann wird dies Top 94 und kann auch mit dem Top 2 aufgerufen werden. Allgemeines Einverständnis. Und schließlich ist noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ein dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend mobiles Arbeiten als Chance. Landesverwaltung muss Vorbild sein, Drucksache 204981. Dringlichkeit wird bejaht. Dann ist dies Top 95 und kann, wenn niemand widerspricht, mit Top 64 zu diesem Thema aufgerufen werden. Ist so. Gut. Interfraktionell haben wir uns darauf verständigt, dass Top 53, der Antrag der Fraktion der SPD betreffend Antidiskriminierungsgesetz für Hessen, Drucksache 204303, nach der Beratung im Plenum federführend in den SIA unter Beteiligung des RTA überwiesen wird. Eine weitere Änderung der Ausschusszuständigkeit betrifft Top 56, den Antrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend Ja zur Gentechnik im Innovationsland Hessen, Technologie, offene Forschung und Entwicklung fördern und so weiter und so fort, Drucksache 204891. Hier übernimmt der ULA die Federführung unter Beteiligung des WVA, auch einverstanden. Tagesordnungspunkt 64, der Antrag der Fraktion Die Linke betreffend Corona in der Arbeitswelt entschieden bekämpfen, Drucksache 204907, soll nach der Beratung im Plenum an den SIA überwiesen werden. Gut. Dann haben wir uns darauf verständigt, dass der Tagesordnungspunkt 61, ein Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke betreffend Wahlalter auf 16 absenken, Drucksache 204903 und Tagesordnungspunkt 62, der Antrag der Fraktion Die Linke betreffend Wahlrecht für Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die Drucksache 204905, unmittelbar zur abschließenden Beratung in den Innenausschuss und der Mitberatung des Hauptausschusses überwiesen werden soll. Auch klar. Außerdem hat die Fraktion der AfD darum gebeten, Tagesordnungspunkt 86, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der AfD für ein Gesetz zur Änderung der Artikel 141 und 161 der Verfassung des Landes Hessen, Aufnahme eines Zweidrittelmehrheitserfordernis für Beschlüsse über Abweichungen vom Verschuldungsverbot, Drucksache 204937 zu Drucksache 204200 von der Tagesordnung abzusetzen. Bei Tagesordnungspunkt 4 der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz,
Drucksache 20-4894 besteht Einigkeit, auf die Aussprache zu verzichten. Soll der Gesetzentwurf nach der Einbringung in den ULA überwiesen oder heute Abend in erster und zweiter Lesung verabschiedet werden? ULA. Der Kollege Frömmrich klärt das auf. Vielen Dank, Herr Präsident. Wir würden nach der ersten Lesung gleich den Gesetzentwurf abstimmen wollen, bitte. Ist es so einvernehmlich, dass wir es heute Abend so machen können, nach der ersten Lesung abstimmen? Gut. Na gut, dann ist es so, machen wir es halt auch so. So, damit kommen wir jetzt zur Feststellung der Tagesordnung für die 64., 65. und 66. Sitzung mit den eben besprochenen Ergänzungen und allen möglichen weiteren Punkten. Wer stimmt für die Tagesordnung? Was Neues? Ja, wer stimmt dafür? Ja, gut. Wer stimmt dagegen? Keine, dann gibt es auch keine Enthaltungen. Erstmal was Neues. Dann ist die Tagesordnung so, der macht doch gar nichts, wenn er mal ein bisschen die Finger. Na, macht er mal ein bisschen was. Also, Tagesordnung ist genehmigt. Ablauf der Sitzung. Wir tagen heute nach dem vorliegenden Ablaufplan bis ca. 20.50 Uhr. Wenn sich alle diszipliniert verhalten, wird das auch besser noch. Nach Ende der Plenarsitzung kommt heute Abend der Innenausschuss im Raum 501a zusammen. Im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen beginnen wir mit der Fragestunde. Es folgt danach die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten mit dem Titel „Das Ziel fest im Blick“. Gemeinsam die Corona-Krise meistern. Die Mitteilungen der Landesregierung zu der Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden zusammen mit der Regierungserklärung aufgerufen. Wir haben uns im Ältestenrat darauf verständigt, dass wir die bewährte Verfahrensweise aus dem vergangenen Jahr beibehalten und am Ende der jeweiligen Plenarsitzung gebündelt über die Gesetzentwürfe und die zur Abstimmung stehenden Initiativen abstimmen. Organisatorisch möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Allgemeinverfügung des Landtagspräsidenten vom 4. November 2020 bis zum 20. April 2021 verlängert wurde. Damit einhergeht auch, dass die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Plenarsaal und am Sitzplatz bestehen bleibt. Weiterhin möchte ich Ihnen mitteilen, dass im Ältestenrat festgelegt wurde, den Besuch des Landtags für Besuchergruppen weiterhin bis zum 31. Juli 2021 auszusetzen. Entschuldigung, es fehlen heute entschuldigt ganztägig die Abgeordnete Kaya Kinkel, Bündnis 90 Die Grünen, der Abgeordnete Dirk Graf, AfD, Abgeordnete Dr. Rainer Rahn, AfD, Abgeordnete Dimitri Schulz, AfD, Abgeordnete Karin Hartmann, SPD und der Staatsminister Axel Wintermeyer von 17 bis 19 Uhr. Ich schaue in die Runde, ob es weitere Entschuldigungen gibt. Das ist nicht der Fall. Dann erfreuliches Geburtstage. Seit der letzten Sitzung im Dezember gab es zwei runde Geburtstage, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Herr Staatsminister Tarek Al-Wazir konnte am 3. Januar seinen 50. Geburtstag feiern. Dazu, lieber Tarek, herzlichen Glückwunsch, alles Gute, Glück auf und Gottes Segen. Du kommst jetzt auch in das gesetzte Alter. Ne? Also, und schließlich wollen wir dem Abgeordnetenkollegen Daniel May, Daniel sitzt dahinter, nachträglich zum 40. Geburtstag gratulieren. Er hatte am 26. Januar Geburtstag. Lieber Daniel, auch dir herzlichen Glückwunsch, alles Gute, Gottes Segen. Dann haben wir noch etwas Erfreuliches in den Hafen der Ehe. Ist am 21. Januar 2021 unser Kollege Klaus Gagel von der AfD eingelaufen. Wir gratulieren dazu sehr herzlich und wünschen alles Gute. Also seht zu, dass ihr klarkommt. Ne? Gut. Das war das Ende der amtlichen Mitteilungen. Es war genug heute.